nicht nur die erste Veranstaltung in diesem Jahr, sondern auch die 13. jetzt schon von unserer Fußverkehrsakademie. Ich stehe doch stolz. Wir haben auch das Programm für 2022, ist in der Arbeit und füllt sich immer weiter. Da komme ich ganz am Ende nochmal dazu. Mein Name ist Katharin Schade, für die, die mich noch nicht kennen. Ich moderiere die Veranstaltung überwiegend. Ich bin Mitglied im Vorstand von Fuß e.V., aber auch Verkehrsplanerin mit Büro in Darmstadt. Von daher passt das immer ganz gut zusammen. Wenn Sie hier ab und zu mal Nebengeräusche hören, dann ist das mein Kater oder mein Hund, die irgendwie noch meine Aufmerksamkeit verlangen. Aber ich hoffe, dass Sie mich eigentlich ungestört lassen heute. Bevor wir jetzt zum inhaltlichen Teil, also zum Vortrag von Herrn Zweibrücken heute kommen, nochmal einen ganz kurzen Werbeblock zum Thema Fuß e.V. für die, die uns noch nicht kennen. Wir sind der Fachverband, aber auch der Verband für die Bürger, aktiven Bürger. Wir sind dem Lobby auf der Bundesebene und auf den Länderebene, aber eben auch auf der kommunalen Ebene, um immer das Thema zu Fuß gehen, präsent zu halten. Die Wichtigkeit, aber auch die Fachlichkeit, darüber informieren wir auf verschiedensten Ebenen. Damit sind wir eben ein wichtiges Kompetenzzentrum. Das ist unsere Mitgliederschar, aber auch ein Fachverband. Das sind einzelne Aktivitäten. Die Fußverkehrsakademie haben wir zu Beginn der Pandemie quasi initiiert und haben es dann nach dem ersten Jahr auch gestartet. Es ist uns wichtig, das Thema weiterzugeben, unser Wissen weiterzugeben, weil es doch immer noch viel zu oft ja nicht die richtige Beachtung findet, das zu Fuß gehen. Nach dem Motto, das geht schon irgendwie, aber es geht halt nicht irgendwie, sondern es geht auch nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Wir brauchen dieses Wissen, deswegen geben wir es weiter zu all diesen verschiedenen Themen, die wir haben. Das kann ganz technisch sein, das kann die Signalisierung sein, das kann aber auch ganz ja, handfest die Straßenraumgestaltung, die Barrierefreiheit sein, aber auch etwas weicher, wie reden wir denn miteinander, wie ist es mit der Mobilität von Kindern, wie ist es mit der Mobilität von Senioren und Seniorinnen. Jeden ersten Donnerstag im Monat und anschließend auch online. Sie finden den Hinweis dazu auf unserer Webseite. Das so ganz kurz vorneweg. Heute darf ich begrüßen Herrn Klaus Zweibrücken aus der Schweiz. Wir wagen nämlich den Blick über den Tellerrand. Und ja, jetzt übergebe ich dann sozusagen die Moderation, übergebe ich an ihn, Herr Zweibrücken. Wo sind Sie denn? Ja, ich bin hier. Guten Abend zusammen. Genau, wo Ich sind würde Sie mich denn? jetzt mit Ihrem Einverständnis zum Moderator erklären, Frau Perry. Ja, genau. Das Okay. wollte ich nämlich jetzt mal Und tun, übernehme. aber ich wollte Sie erst noch gesehen haben. Und da waren Sie mir doch irgendwie abhanden gekommen. Ja, Jetzt sehen Sie nun, mich. Gut. jetzt sehe ich Sie und höre Sie und übergebe ganz ger herzlich gerne das Wort an Sie und bitte Sie auch, sich noch mal ganz kurz vorzustellen. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank für die Gelegenheit, dass ich das hier vorstellen darf. Bin ich jetzt gut zu hören, Frau Schari? Gut, okay. Mein Name ist Klaus Zweibrücken. Ich bin ausgebildet an der Universität in Kaiserslautern als Raum- und Umweltplaner, habe dann nach meiner Ausbildung in verschiedenen Planungsbüros gearbeitet, zunächst in Deutschland, nachher in der Schweiz. Seit 1990 bin ich in der Schweiz, war dann 25 Jahre als Dozent an der Fachhochschule in Rapperswil tätig im Bereich Verkehrsplanung und bin auch jetzt noch für die Hochschule tätig im Bereich Weiterbildung. Wir veranstalten unter anderem Weiterbildungskurse zu Themen des Fuß- und Radverkehrs. Und ansonsten bin ich noch selbstständig tätig als Verkehrsexperte. So viel zu meiner Person. Und dann würde ich da mal los. Ah ja, falsche Richtung. Dann würde ich da mal loslegen. Ich habe mir vorgenommen, Ihnen heute Abend über ein Projekt zu berichten. Das heißt Städtevergleich Fußverkehr.
Und das Ziel des Projekts ist es natürlich, einen Beitrag zu leisten zur Verbesserung der Verhältnisse im Fußverkehr. Und der Schritt dahin ist, dass wir in dem Projekt die Qualität im Fußverkehr verglichen haben. Und nicht nur die Fußverkehrsqualität oder die Fußverkehrsqualität zu bewerten. Und das aus verschiedenen Blickwinkeln, aus der Blickrichtung Fachperson, aus der Blickrichtung der Verwaltung und auch aus der Blickrichtung der Betroffenen, also der Einwohnerinnen und Einwohner dieser Stadt. Und natürlich geht es darum, nicht nur die Qualität zu beurteilen, sondern daraus auch Potenziale zu erkennen und Handlungsempfehlungen abzuleiten. Das habe ich noch nicht im Griff, ja, mit der Richtung da. Das Projekt, die Trägerschaft vom Projekt ist bei Umverkehr. Das ist eine NGO, die sich mit nachhaltiger Mobilität beschäftigt. Die Projektleiterin ist auch unter uns, Veronika Killer. Wenn Sie sie irgendwo sehen, ich werde mir erlauben, falls ich irgendwelche Fragen nicht beantworten kann nachher, wenn Sie vielleicht da auch noch bei ihr noch nachzufragen. Also Hauptträgerschaft ist Umverkehr, dann Fußverkehr Schweiz. Das ist eine Fachorganisation, die sich mit Fußverkehrsfragen beschäftigt, und dann die Hochschule in Rapperswil, die mittlerweile Ost heißt. Die Hauptfinanzierung vom Projekt kam vom Bundesamt für Energie, das heißt Energie Schweiz. Die haben ungefähr ein Drittel der Projektkosten getragen, und an den anderen Teilen haben sich die Städte dann nochmal zu einem Drittel beteiligt. Und Sie sehen da auf der Folie Lotteriefonds, verschiedene Stiftungen und Kantone haben wir auch noch angefragt für eine Projektunterstützung. Das Projekt läuft in zwei Phasen. Die erste Phase ist abgeschlossen. Das war ein finanzieller Umfang von etwas über 400.000 Franken. Die zweite Phase läuft noch. Das ist dann nochmal ein Umfang von 300.000 Franken. Also ein relativ großes Projekt mit sehr vielen Beteiligten und sehr viel Arbeit, die da reingesteckt wurde. Die erste Phase ist vorletztes Jahr abgeschlossen worden. Wir haben in der ersten Phase 16 Schweizer Städte angeschaut, vor allen Dingen die großen Städte. Ich glaube, auf der letzten Folie haben wir die noch gesehen. Ja, auf dieser Folie haben wir sie gesehen. Das waren die Städte, die wir in der ersten Phase angeschaut haben. Da sind alle größeren Städte von der Schweiz dabei. Die sind nicht so groß, wie man das in Deutschland gewohnt ist. Zürich ist die größte mit 400.000 Einwohnern. Dann gibt es noch fünf, sechs mit 100.000, und die anderen sind relativ klein. Wir haben also alle großen Städte bei dieser ersten Projektphase dabei gehabt. In der Schweiz ist es auch immer wichtig, dass alle Sprachregionen beteiligt sind, zumindest die drei wichtigsten, also italienischsprachige, französischsprachige und deutschsprachige Schweiz. Die Schwerpunkte in der ersten Phase waren, eine geeignete Methode zu entwickeln, diese dann anzuwenden, die Städte miteinander zu vergleichen, also in Form eines Rankings. Wir wollten also auch zeigen, welche Städte sind besser, welche sind schlechter bei dem Thema Fußverkehr. In der zweiten Phase, die noch läuft, da sind wir gerade dabei, die Auswertungen zu machen, haben wir nochmal 15 Schweizer Städte und auch Gemeinden angeschaut. Und zwar in einer kleineren Größenordnung zwischen 15 und 50.000 oder 40.000 Einwohner ungefähr. Die sehen Sie jetzt da auf der rechten Seite eingeblendet in der Übersicht. Das sind also die, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, auch wieder in der deutsch- und in der französischsprachigen Schweiz. In dieser zweiten Phase ging es also darum, auch nochmal zu zeigen, kann man diese Sache auch anwenden in kleineren Gemeinden, und wie kommt man dahin, dass das, was wir uns da überlegt und ausgetestet haben, dass das denn praktisch zu einer Institution wird, die man eigentlich immer wieder anwenden kann. Das Projekt besteht aus drei Projektteilen. Der erste Teil heißt Fußverkehrstest. Da ging es also darum, draußen vor Ort die Qualität der Fußverkehrsinfrastruktur zu bewerten durch Begehungen. Der zweite Teil heißt Planungspraxis. Da ging es also darum, aufzuzeigen, wie gut ist das Thema Fußverkehr in der Politik und in der Verwaltung der jeweiligen Stadt
verankert? Wie wichtig wird der Fußverkehr genommen? Der dritte Teil heißt Zufriedenheit. Da haben wir eine Bevölkerungsumfrage gemacht oder Bevölkerungsumfragen gemacht in allen Städten und Gemeinden, die wir untersucht haben, zum Thema Zufriedenheit mit dem Zu-Fuß-Gehen, also sowohl was Infrastruktur und Politik oder auch die Arbeit der Verwaltung angeht. Und ich werde jetzt nachfolgend auf diese drei Projektteile kurz eingehen. Ich versuche mich da einigermaßen kurz zu fassen. Wir haben nachher, glaube ich, noch genügend Zeit für Ihre Fragen, denn die Sie sich vielleicht dann kurz aufnotieren müssen. Also Fußverkehrstest, die Bewertung der Infrastruktur. Es ging natürlich zunächst mal darum, eine Methodik zu entwickeln. Wir haben da 2016 schon erste Tests gemacht in 8 Schweizer Städten. Wir haben uns dann an der Schweizer Norm, an der Grundnorm Fußverkehr angelehnt. Sie sehen die da, das Deckblatt rechts im Bild. Da sind schon relativ viele und gute Sachen drin, die mit der Qualität von Fußverkehrsanlagen zu tun haben. Und dann haben wir natürlich geschaut, was gibt es denn auf dem Markt überhaupt an Methoden zur Qualitätsbewertung. In Deutschland sind ja da auch verschiedene mit dem Thema beschäftigt und da gibt es eigentlich ganz interessante Anregungen dazu. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Methodik war, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir wollen mit einem digitalen Erhebungsinstrument arbeiten. Ich werde das gleich noch zeigen. Das ist eine App, die auf Tablets oder Mobiltelefon funktioniert und die uns die Arbeit vereinfacht hat. Zunächst mal zur inhaltlichen Methodik. Wir haben versucht, eine Struktur reinzubringen. Die Struktur ist eigentlich in der genannten Norm zum Fußverkehr schon vorgegeben. Die Norm sagt, es gibt eigentlich 4 Grundelemente eines Fußverkehrsnetzes. Das sind Streckenabschnitte, das sind Querungen, das sind Flächen und das sind Verknüpfungspunkte. Und bei diesen 4 Elementkategorien haben wir teilweise nochmal Unterkategorien gebildet. Die sehen Sie jetzt da in den Texten drin. Flächen und Haltestellen haben keine weiteren Unterkategorien. Und in diesen Elementen und in diesen Unterkategorien haben wir unsere Bewertungen vorgenommen. Zur GIS-App. Wir haben gearbeitet mit einer App, die basiert auf einer Software von ArcGIS. Das ist ein relativ gängiges, zumindest in der Schweiz, ein weit verbreitetes geografisches Informationssystem. Das vertreibt die Firma Esri in München. Und die bieten auch solche App-Lösungen an, die man dann selber eigentlich weiter stricken kann. Das hat die Hochschule in Rapperswil gemacht. Die hat uns also diese App so entwickelt, wie wir das haben wollten. Sie sehen auf der rechten Seite ein Bild aus dieser App. So sieht das also auf Ihrem Tablet aus, wenn Sie draußen sind und aufnehmen. Das ist jetzt das Bewertungsblatt für die Hauptstraßenquerungen ohne Lichtsignal. Und da stehen jetzt eine ganze Reihe von Kriterien. Das sind pro Element, also für so eine Hauptstraßenquerung zwischen 15 und 20 Bewertungskriterien, die wir uns da überlegt haben. Die Bewertung passiert in 3 Stufen, voll erfüllt, teils erfüllt und nicht erfüllt. Oder man könnte auch sagen, es werden Punkte vergeben, 2, 1 oder 0 Punkte. Und so lässt sich das dann nachher dann auch zusammen aggregieren. In der laufenden Phase haben wir die Software etwas angepasst, aktualisiert. Wir haben ein paar Kriterien ergänzt und angepasst. Und wir haben vor allen Dingen geschaut, dass man in dieser App viel mehr Informationen noch hat für Personen, die vielleicht nicht so wie wir, die wir das gemacht haben, so ganz die Fachpersonen im Fußverkehr sind, sondern vielleicht Leute aus der Verwaltung, die sowas zum ersten Mal machen, die finden also bei jedem Kriterium auf Klickenden eigentlich nochmal Anweisungen, wie man die Bewertungen vornimmt, also was gilt als voll erfüllt, was gilt als nicht erfüllt, um da noch ein paar Hilfestellungen zu geben. Es wird dann auch eine schriftliche Anleitung geben, für das zu machen, damit man das also wirklich sehr gut brauchen kann. Dann noch zur Methodik. Unser Projekt ist keine flächendeckende Schwachstellenanalyse, sondern es ist eine Qualitätsbewertung. Und wir machen diese Bewertung anhand von Routen. Auf dem
Planausschnitt oben rechts sehen Sie blau eingetragen die Routen, die wir definiert haben. Das ist die Stadt Aarau in der Schweiz. Auffällig sind die gelben Flecken. Das sind sogenannte Aktivitätspunkte, also wichtige Ziele des Fußverkehrs. Der Bahnhof, die Altstadt, Stadion, Sportstätten, Krankenhaus und so weiter. Wir haben also versucht, diese Routen an diesen Aktivitätenpunkten zu orientieren. Wir haben aber auch geschaut, dass wir durch dünn und dichter besiedelte Gebiete gehen, dass wir an vielen Haltestellen vorbeikommen mit den Routen und so weiter. Die Routen haben wir mit der Verwaltung der jeweiligen Stadt oder Gemeinde abgestimmt. Das heißt, die konnten dennoch sagen, ah, da wäre es auch noch gut durchzulaufen, da sind noch wichtige Ziele und so weiter. Und so hat sich dieses Routennetz ergeben. Das sind also Durchmesserlinien, die meistens dann durch das Zentrum der jeweiligen Stadt führen. Die Erhebung und Bewertung wurde dann vor Ort gemacht. Da steht auf der Folie, wir haben 10 Kategorien, je Kategorie ca. 25 Kriterien. Also da wurden eigentlich in der Begehung 250 Kriterien eigentlich bewertet. Das hat je nach Größe der Stadt zwischen 2 und 3 Arbeitstagen gebraucht. Wir konnten das so organisieren, dass eine Person, eben diese Veronika Killer, die jetzt auch dabei ist, alle diese Begehungen gemacht hat. Also ein Jahr lang die erste Runde, ein Jahr lang die zweite Runde. Immer wenn gutes Wetter war, war sie draußen und hat die Begehung gemacht. Das haben wir deswegen so organisiert, um sicherzustellen, dass es keine groben Verzerrungen gibt, wenn verschiedene Leute das bewerten. Also für unser Projekt haben wir das so gemacht. Die Auswertungen, die können denn sehr genau gemacht werden. Man sieht also auf der unteren Abbildung eine punktgenaue Auswertung von dem, was man auf den Routen erhoben hat. Das, was bei der Route erhoben wird, wird sofort in ein Datenbanksystem eingespeist, übers Mobiltelefonnetz und steht dann doch zur Verfügung zur weiteren Auswertung. Also das ist ein wichtiges Element, Datenbank und GIS. Ein paar ausgewählte Ergebnisse zu diesem ersten Teil. Der heißt Fußverkehrstest. Es geht um die Infrastruktur. Ich nenne nur einige von denen, die da auf der Folie stehen. Diese Ergebnisse Dinge, die fast überall aufgetaucht sind oder immer wieder aufgetaucht sind. Zum Beispiel, das wissen auch alle von Ihnen, das ist in Deutschland wahrscheinlich genauso, dass die Gehwege, die Trottoirs häufig nicht den nötigen Breiten entsprechen, zu schmal sind für Begegnungen oder für größere Fußverkehrsmengen. Dass die Bereiche für den Fußverkehr häufig nicht so attraktiv gestaltet sind. Bei den Querungen war eins der großen Probleme, dass wir bei den Ampeln, die nur auf Anforderung funktionieren, wir nennen das in Anführungszeichen Bettelampeln, also ich muss als Fußgänger da betteln, dass ich rüber darf, dass da die Wartezeiten zu lang sind, Schutzinselbreiten zu gering. Und was sich auch durchgezogen hat, war, dass Einrichtungen, die die Barrierefreiheit unterstützen, immer noch Mangelware waren, also taktil erfassbare Einrichtungen für Sehbehinderte zum Beispiel oder auch an Haltestellen solche Dinge. Mängel bei der Beleuchtung und enge Platzverhältnisse sind auch im Bereich von den Haltestellen das Thema. Sie sehen auf der rechten Seite dann das Ranking. Da ist also aufgezeichnet für alle diese 16 Städte aus der ersten Runde, wie die abgeschnitten haben bei den Strecken, bei den Queren, bei den Haltestellen und bei den Plätzen. Man sieht, da gibt es deutliche Unterschiede und diese Unterschiede haben wir dann in unseren Berichten auch entsprechend gewürdigt und interpretiert und versucht, da die richtigen Schlussfolgerungen dann rauszuziehen. Das ganze Projekt beinhaltet auch eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit. Es gab also eine Veranstaltung auf Bundesebene in der Schweiz, in der die Besten prämiert wurden. Bei dem Fußverkehrstest hat am besten abgeschnitten die Stadt Aarau. Das ist eine Stadt mit knapp 20.000 Einwohnern im Aargau. Und wir haben da einen symbolischen Preis verliehen, die goldene Schuhbürste, die man da im Bild sieht, die wurde also dann öffentlichkeitswirksam an einer Veranstaltung in Bern den jeweiligen Preisträgern
übergeben und die haben das natürlich auch in ihren regionalen Medien entsprechend vermarktet. Zweiter Teil, die Planungspraxis, wo wir also geschaut haben, wie gehen Politik und Verwaltung in der jeweiligen Stadt mit dem Thema Fußverkehr um. Dazu haben wir 60 Indikatoren zusammengestellt, mit denen der Stellenwert des Fußverkehrs ermittelt werden sollte. Was haben wir gemacht? Wir haben geschaut, was hat die Stadt oder Gemeinde für Unterlagen, für Grundlagendokumente. Wir haben die Webseiten angeschaut, wir haben die Statistiken angeschaut und wir haben Gespräche geführt mit Personen aus der Verwaltung, denen das Thema Fußverkehr anheimgegeben ist, die sich also darum kümmern sollen. Und aus all diesem raus wurden dann diese 60 Indikatoren bewertet. Die Ansprechpersonen bei der Gemeinde und bei der oder bei der Stadt haben den Fragebogen ausgefüllt, der wurde dann miteinander besprochen. Und so ist dann das Resultat entstanden. Auch da will ich noch auf die Methodik eingehen. Das sind die 10 Themenbereiche des Fragebogens. Da geht es also auch um Fragen der Verkehrsberuhigung. Im Bild rechts sehen Sie zum Beispiel einen Ausschnitt aus dem Stadtplan der Stadt Bern, wo die Begegnungszonen eingetragen sind, blau die bestehenden und rot die geplanten. Begegnungszonen heißen in der Schweiz geschwindigkeitsbeschränkte Zonen, Tempo 20 mit Fußgängervortritt. Das ist so eine Spezialität. Und die haben natürlich praktisch den höchsten Komfort für die zu Fuß gehenden. Aber auch Themen, was macht die Stadt im Bereich der Kommunikation, wie ist die Qualität vom öffentlichen Raum oder wie sind die Strukturen in der Verwaltung, wer kümmert sich eigentlich um den Fußverkehr? Und Punkt 3, gibt es überhaupt eine Planung, gibt es eine Maßnahmenplanung, gibt es eine Fußwegnetzplanung und so weiter. Ausgewählte Ergebnisse auch hier. Rechts wieder das Ranking zur Übersicht. Es ging uns also nicht nur darum zu zeigen, wer ist jetzt gut und wer ist schlecht, sondern das Thema vor allen Dingen öffentlich und publikumswirksam zu positionieren und wie gesagt den Städten und Gemeinden auch konkrete Handlungsanweisungen zu geben. Was aufgefallen ist, dass es häufig keine Fachstellen gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen, mit dem Thema Fußverkehr oder die zu ungenügend dotiert sind. Was wir auch gesehen haben, dass häufig die Zielsetzungen nicht so ganz klar definiert sind oder dass es gar keine Planung gibt im Bereich Fußverkehr oder keine Schwachstellenanalyse. Positiv vielleicht, dass sich in den letzten Jahren ein bisschen was getan hat in dem Bereich. Wir haben also in vielen Gemeinden auch so quasi gute Projekte gefunden. Wir haben hier geschrieben Leuchtturmprojekte, die zugunsten des Fußverkehrs gemacht worden sind. Aber es ist noch viel mehr nötig, damit der öffentliche Raum dann wirklich auch die Bedeutung bekommt, die er aus Sicht des Fußverkehrs braucht. Interessantes Ergebnis auch noch, wir haben in allen Städten und Gemeinden geschaut, wie groß ist der Anteil am Straßennetz mit Tempo 20 und Tempo 30 Zonen. Und da gab es eine Korrelation mit den Fußverkehrsunfällen. Also je mehr Langsamverkehrszonen, umso weniger Fußgängerunfälle sind passiert. Und Kommunikation, habe ich schon gesagt, war natürlich auch noch ein wichtiges Thema. Das ist der Regierungsrat des Kantons Basel, der für den Themenbereich verantwortlich ist, also der Verkehrsminister der Stadt Basel sozusagen, der probiert hier gerade die gewonnene goldene Schuhbürste an einem der umgestalteten Plätze in der Basler Innenstadt aus. Dritter und letzter Teil, Zufriedenheit. Da haben wir eine Bevölkerungsumfrage gemacht zum Thema Fußverkehr und dort verschiedene Fragekomplexe drin gehabt. Zunächst mal ein paar Fragen zum Mobilitätsverhalten der zu Fuß gehenden. Das wird auch schweizweit alle 5 Jahre erhoben in einem sogenannten Mikrozensus. Und wir haben da die Fragen so ein bisschen an das angepasst, um zum Schauen, was in der Stadt in dem Bereich passiert, weil der Mikrozensus lässt sich wegen der geringen Datenmenge bei kleineren Gemeinden und Städten nicht auswerten vernünftig. Dann haben wir von den Befragten wissen wollen, was sie vom Fußwegnetz halten, wie wohl sie sich als zu Fuß fühlen unterwegs in ihrer Stadt, wie sie das Verkehrsklima und die Verkehrspolitik
einschätzen. Und sie durften dann auch ein paar Verbesserungsvorschläge machen in Richtung Verwaltung, was sie sich im Bereich Fußverkehr wünschen. Ausgewählte Ergebnisse aus den Befragungen. Das Thema soziale Sicherheit war prägnant, also dass viele Leute gesagt haben, sie meiden nachts Strecken, auf denen ihnen nicht wohl ist, wenn sie zu Fuß unterwegs sind. Bei der Infrastruktur haben wir in den meisten Städten die Aussage bekommen, dass man damit relativ zufrieden ist. Wie alle wissen, wird in der Schweiz ja auch gut unterhalten und regelmäßig geputzt. Und das hat sich da auch niedergeschlagen. Die Wartezeiten bei den Lichtsignalanlagen sind wieder das Problem, auch bei der Umfrage. Beim Verkehrsklima ist vor allen Dingen aufgefallen ein Konflikt, den es wahrscheinlich in Deutschland ja genauso gibt, zwischen Fußverkehr und Fahrrädern, also Velos, die auf dem Trottoir fahren oder auf Flächen, die eigentlich dem Fußverkehr vorbehalten worden sind. Was positiv, unter anderem positiv angemerkt worden ist, ist, dass man zur Kenntnis nimmt, dass die Verwaltung oder Politik sich an vielen Orten Mühe gegeben hat, die Verhältnisse zu verbessern. Aber es gibt auch nach wie vor noch viel zu tun. Bei der Zufriedenheit gibt es so eine Übersicht, die ist jetzt hier eingeblendet, von Stärken und Handlungsbedarf. Also der obere Teil bei den Stärken, der zeigt die Dinge, die am besten bewertet worden sind. Sie sehen da ganz rechts Mittelwerte. Also man kann eigentlich sagen, bei jedem Kriterium konnte man maximal 100% erreichen. Und wenn da jetzt 75% stehen, dann heißt das, 75% der Anforderungen, die wir formuliert haben, die wurden erfüllt. Wenn Sie ganz unten an die Tabelle schauen, dann steht da 39,2%. Das heißt, hier wurden nur 40% der Anforderungen erfüllt. Das sind also die niedrigsten Werte. Das bezieht sich jetzt gerade auf das eben genannte Thema, die Konflikte mit den Velos. So kann man also Gutes und Schlechtes auch mal gegenüberstellen. Und aus unserer Sicht hilft den Städten und Gemeinden das auch ein bisschen weiter. Bei der Bevölkerungsumfrage hat die kleine Stadt Chur, die hat knapp 40.000 Einwohner, eine Kantonshauptstadt in Graubünden, kennen einige vielleicht vom Skifahren her, die beste Bewertung erreicht. Man kann also sagen, hier meint die Bevölkerung, dass die Verwaltung und die Politik noch am besten auf die Fußverkehrsbelange eingehen. Das hängt vielleicht auch mit der geringen Größe der Stadt zusammen. Sie ist sehr kompakt, also eine richtige schöne Fußgängerstadt und hat eine geschlossene historische Altstadt, die man da gerade im Bild sieht, und hat vor allen Dingen in dieser Altstadt auch qualitativ Aufwertung gemacht. Das ist also eine reine Fußgängerzone und hat im Umfeld von der Altstadt auch sehr viel gemacht, um den Autoverkehr aus der Innenstadt herauszubringen. Also die ganze Innenstadt ist eigentlich Fußgängergebiet in Chur. Wir haben Handlungsempfehlungen formuliert, die gehen natürlich weiter als die 5 Punkte, die ich da zusammengestellt habe. Aber ich will die 5 wichtige Punkte nennen. Also eine Empfehlung an Städte und Gemeinden ist, die Infrastruktur für den Fuß- und Veloverkehr zu trennen. Das ist vor allen Dingen präsent, noch prägnanter oder präsenter oder dringender geworden infolge der Entwicklung von E-Bikes oder Scootern oder was auch immer, die auf den Trottoirs mit hohen Geschwindigkeiten unterwegs sind. Empfehlung 2, wir brauchen überall mehr Platz oder fast überall mehr Platz für den Fußverkehr, auf den Trottoirs, auf den Gehwegen, auf den Fußgängerflächen, an den Haltestellen. 3. Empfehlung, wir brauchen kürzere Wartezeit an den Querungen. 4. Empfehlung, wir brauchen mehr Temporeduktionen und mehr Begegnungszonen, weil die sich sehr, sehr positiv auf die Verkehrssicherheit auswirken. Und 5. Empfehlung, wir brauchen Personen, die sich um den Fußverkehr kümmern in der Verwaltung, Kümmerer, also eine Fachstelle Fußverkehr oder etwas Ähnliches. Wir haben ja sehr viele Daten gesammelt, erhoben, und damit die auch für die Städte, die sich beteiligt haben, greifbar sind, haben wir die in sogenannten Faktenblättern zusammengefasst. Sie sehen jetzt mal hier ein Beispiel von solchen Faktenblättern. Die sind also bebildert und mit Plänen versehen. Für die Stadt Zürich in dem Beispiel hier. Wenn Sie sich dafür interessieren, Sie finden auf den beiden
Webseiten, wo die Links da oben angegeben sind, alles, was wir erarbeitet haben. Also es ist alles frei und offen zugänglich, die ganze Methodik, alle Faktenblättern. Man kann also in alles reinschauen und darf das auch gerne kopieren. Hier bei der Stadt Bern nochmal eine größere Darstellung von Auswertungen. Wir haben überall mit diesem Spinnendiagramm gearbeitet. Das Spinnendiagramm zeigt also die 100%, das wäre das Maximum, was er erreichen kann. Das Grüne ist das, was die Stadt Bern erreicht hat. Man sieht hier im Diagramm zum Beispiel, dass die bei den Strategien und der Netzplanung ziemlich nah an 100% sind. Anderswo aber dann eher bei den 60% Mittelmaß sind sozusagen. Und man sieht gestrichelt schwarz eingetragen die Mittelwerte von allen Städten, die wir untersucht haben. Also die Stadt Bern kann jetzt sehen, wo sie schlecht ist, wo sie gut ist und wo sie besser oder schlechter ist als andere Städte. Also schlechter als andere ist sie fast nirgendwo, aber besser ist sie in einzelnen Bereichen. Und insgesamt muss man sagen, von 60 bis 100% ist dann schon noch ein rechtes Stück zum Zurücklegen. Also man kann noch deutlich besser werden. Oder Pläne aus dem GIS halt mit der Verordnung aller Bewertungen. Also Sie sehen da alle Querungen, alle Strecken, alle Haltestellen, alle Plätze, die wir bewertet haben in der Stadt Bern. Und dann in der Klassifizierung, ob die Qualität stark unterdurchschnittlich ist bis stark überdurchschnittlich. Also je roter, je schlechter, je grüner, je besser. Und so sieht man dann auch, zumindest für die Punkte, die wir bewertet haben, wo Schwerpunkte allenfalls liegen, wo man was besser machen könnte oder muss. Ja, und die Stärken und Schwächen, da gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein. Die haben wir da auch nochmal zusammengestellt. In der Stadt Bern ist es so, dass die ein Stadtentwicklungskonzept haben. Die haben einen Richtplan Fußverkehr und die haben vom Büro Jan Gehl eine Studie Public Space machen lassen. Da geht es um die Aufenthaltsqualitäten. Also die haben schon relativ viel von dem gemacht, was man auf der Planungsseite machen kann. Die haben auch einen Globalkredit für die Förderung des Fuß- und Veloverkehrs, also viel Geld von der Politik bekommen. Bern ist so von der Politik her eine rot-grün dominierte Stadt. Und sie haben eine Fachstelle Fuß- und Veloverkehr, die von einer halben Stelle auf sieben Stellen oder sechs Vollzeitstellen aufdotiert worden ist in den letzten Jahren. Also da hat sich einiges getan. Noch kurz zum Spezialfokus unserer laufenden Phase. Wir wollen also sicherstellen, dass die Erhebungen wiederholbar sind. Deswegen wird das ganze Instrumentarium so aufgearbeitet, dass man das wirklich jeder Mann, jeder Frau eigentlich zur Verfügung stellen kann. Wir haben für dieses Thema Unterstützung bekommen vom Kanton Zürich, vom Amt für Mobilität. Die haben nicht nur finanziell unterstützt, sondern die stehen uns auch beratend zur Seite, wenn es darum geht, herauszufinden, wie kann man jetzt die Werkzeuge oder Teile dieses Städtevergleichs so zugänglich machen, dass Gemeinden, Kantone oder auch Planungsbüros damit arbeiten können. Also da geht es auch um ganz praktische Sachen, wer ist verantwortlich, wo werden die Dinge abgelegt, was kostet das für eine Gemeinde und wie kann sie das organisieren. Und wir haben zusammen mit dem Kanton Zürich am Beispiel vom Kanton Zürich geschaut, wie man diese Sache in bestehende Prozessabläufe integrieren kann. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, die Daten abzulegen auf GIS-Browsern. Und Zugänge dazu herzustellen, dass sie nicht verloren gehen und dass die Gemeinden mit den Daten weiterarbeiten können. Soweit mal mein Input. Wie gesagt, ich habe es ein bisschen kurz gehalten. Vielleicht ist Ihnen auf Anhieb nicht alles klar geworden. Und ich stehe Ihnen gern jetzt noch so lange, wie Sie wollen, für Fragen zur Verfügung. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank, Herr Zweibrücken. Also ich finde das ja ein wunderbares Projekt und Sie sehen das an den klatschenden Händen. Die Zustimmung ist da. Vielen Dank. Kurzer Ausblick, da ich gerade eben sehe, dass ich da etwas nicht geändert habe, springe ich darüber hinweg und gehe gleich auf die letzte Folie.
Es gibt natürlich auch weitere Termine. Am 3. Februar wird uns Bertram Weishaar zu den Spaziergangswissenschaften einen Vortrag, einen Impuls geben, einen Einblick geben. Ich glaube, das wird auch sehr spannend. Und Anfang April wird Roland Stümpel dann etwas zu Geschwindigkeiten und Platzansprüchen von Fußverkehr ja, uns nahe bringen. Und am März werde wahrscheinlich ich einspringen. Zu dem Thema, ja, wie ist das denn eigentlich mit den Begegnungszonen und den verkehrsberuhigten Bereichen und den Fußgängerzonen und dem Fußverkehr? Da gibt es ja doch inzwischen spannende Entwicklungen, die nicht immer so ganz zusammenpassen. Also gerade was verkehrsberuhigte Bereiche und Fußverkehr betrifft. Da muss ich aber nochmal in mich gehen, ob das so klappt. Damit ich das machen kann, wünsche ich Ihnen jetzt einen schönen Abend. Ich hoffe, Sie haben wieder viel mitgebracht, mitgenommen, und viel mitgebracht haben Sie auch an Diskussionsbeiträgen. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen einen ganz wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal.